Ich bin Mauro, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus New York City. Spieler Nummer 3 für euch heute und wer schon die Edition 1 geguckt hat von King of Cologne, der denkt sich, irgendwoher kenne ich den Kerl, aber hat der nicht verloren im Finale? Müsste eigentlich nicht Jari hier sitzen? Und ich sage euch, ja, eigentlich haben wir Jari eingeladen, der konnte heute nicht, deswegen freue ich mich sehr, dass Mauro nachgerückt ist, weil wenn ihr euch erinnern könnt, dann wisst ihr, dass Mauro jemand ist, der Entertaining spielt. Ihr werdet euch freuen. Viele Crossover. Wir gucken auch noch mal kurz rein, was Mauro bei Edition 1 angestellt hat. Oh mein Gott, ihr habt es gerade gesehen. Mauro, was ist da los? Was ist mit deinem Game los? Wo kommt das nochmal her für die Leute, die bei Part 1 nicht das Interview geguckt haben? Gib mir ein bisschen Background zu dir als Spieler und Person. Klar, also wie du ja schon weißt, ich habe 17 Jahre in New York gelebt, bin aufgewachsen, habe natürlich die Streetball-Kultur auch gelebt. Ne? Und dann nimmst du dann halt den einen oder anderen Move auf jeden Fall mit. Bisschen Swag, die Straßenkultur halt mit und ja, den Attitude halt. Und das sieht man, glaube ich, immer im Game. Das macht mir viel Spaß, das hat euch bei der ersten Edition auch viel Spaß gemacht. In den Kommentaren und so weiter habt ihr Mauro gefeiert. Deswegen werden einige von euch auch wieder happy sein, Mauro hier zu sehen. Wir gucken deine Playercard mal an. Du bist in einem mittleren Alter vom Teilnehmerfeld. Es gibt Jüngere, es gibt Ältere. Auf jeden Fall einer der Kleineren. Aber wir wissen ja mittlerweile, wie du deine Größe wieder gut machst mit den Skills. Zweite Region, nimm uns doch mal ein bisschen mit die letzten Jahre. Wo hast du gespielt im Verein? Weil das interessiert die Leute immer. Wie ist dein Weg im organisierten Basketball in Deutschland so gewesen? Ich spiele organisierten Basketball tatsächlich erst seit 2020. Da war ich in der ersten Regio Bergedorf. Dann dieses Jahr war ich dann bei der Pro B, bei ETV. Das hat dann leider nicht geklappt. Tolles Team, aber nicht geklappt und bin jetzt in die zweite Regio in Soest gewechselt. Ja. Und jetzt spielst du in Soest mit Kasim, Shoutouts an dich, der hier oft trainiert und zu Gast ist. Und mit Jordan, der auch heute hier sein wird, beziehungsweise den lernt ihr später noch kennen. Und ihr seid bis jetzt, glaube ich, ungeschlagen, beziehungsweise das Team war schon ungeschlagen, bevor du gekommen bist. Und ihr seid gefühlt 3 Guards und Zweier, die immer mindestens 20 Punkte machen oder machen können. Wie läuft es da so ab? Also, wie du schon gesagt hast, wir sind halt ein sehr gutes Trio, würde ich mal sagen. Es hat ein bisschen am Anfang gebraucht, sich einzuspielen mit den beiden, aber man lernt viel. Die beiden haben mich auch unter den Arm genommen und ein bisschen geholfen. Und das auf jeden Fall macht sehr viel Spaß, mit den beiden zusammen zu zocken. Nice. Jetzt sind wir heute bei King of Cologne und beim letzten Mal hast du im Finale verloren. Du warst knapp dran, den bisschen kleineren, leider kaputt gegangenen Pokal mit nach Hause zu nehmen. Wir haben einen fresheren Pokal diesmal an den Start gebracht. Erzähl mir, warum du das Ding mit nach Hause nimmst. Der Grund, warum ich es mit nach Hause nehme, ist, weil Karl Gia, Shoutout an dich, du warst enttäuscht von meiner letzten Performance. Ich steppe das heute auf jeden Fall ein bisschen ab, hoffentlich. Wir haben auf jeden Fall gute Competition, ja, aber das macht einen ja auch selber besser, deshalb. Let's go. Yes, ich freue mich auf Mauro, könnt ihr auch und morgen gibt es den nächsten Spieler. Haut rein.